Heute stellen wir euch den 903 Carrera S vor, den letzten luftgekühlten, die vierte Generation des 911, hier in der Carrera S Ausbaustufe, was im Prinzip die mittlere Ausbaustufe darstellt. Und dieses Fahrzeug hier im Speziellen ist ein Carrera S mit amerikanischer Erstauslieferung mit dem seltenen Turbo S Front- und Heckspoiler-Paket. Wurde bei Porsche genannt XD1 und XD2. Der Kenner wird es gleich sehen. Wir haben das Fahrzeug hier aus optischen Gründen wieder auf Europa-Optik umgebaut mit dem Carrera S Heckspoiler, dass er ein bisschen einfach optisch entschärfter ausschaut. Und es ist aktuell mit das beliebteste Fahrzeug im luftgekühlten Porsche-Bereich und für uns immer ganz besonders, wenn wir einen luftgekühlten Porsche auch da haben, weil wir eben, mein Bruder und ich, wir waren beide bei Porsche. Ich war bei Porsche Classic und habe während des Studiums dort eben die Ersatzteilversorgung für solche Fahrzeuge ja, sichergestellt, mit betreut. Und deshalb ist das immer eine Herzensangelegenheit von uns, solche Fahrzeuge zu kaufen und zu verkaufen. So, wir sitzen im Carrera S. Im 993. Der 993 ist der letzte luftgekühlte Porsche. Man sieht es auch schon an der Silhouette, er ist deutlich gewachsen, größer geworden. Auch wieder 964. 964 hat noch sehr runde Form. Der 993 hat zwar auch noch dieses rundliche, aber doch schon die größere Silhouette und etwas mehr Kanten wieder. Und ist auch vom Fahren, entspricht er schon, ja, vom Fahrgefühl einem relativ modernen Porsche. Ne? Also er ist näher am 996 wie am G-Modell vom Fahren und von der ganzen Haptik. In dem Fahrzeug, in dem wir hier sitzen, war bestimmt für Puerto Rico, was ja mehr oder weniger zu den USA gehört. Das Fahrzeug entspricht weitestgehend zwar den US-Standards, hat aber eine andere Abgasvorschrift und kann jetzt mit 25 Jahren Alter wieder problemlos in die USA importiert werden. Das Interessante ist, das Fahrzeug hier wurde gar nicht von Porsche verkauft, sondern das hat ein Grauhändler oder ein freier Händler damals neu verkauft. Den Händler gibt es heute noch. Die Firma heißt Prestige Imports mit Sitz in Miami. Und die waren damals bekannt dafür, von Porsche diese Fahrzeuge eben abzukaufen. Unser Fahrzeug hier im Speziellen ist jetzt ein firnweißer 993 Carrera S, also nicht der 4S. Der 4S war mit dem Carrera S sozusagen die mittlere Ausbaustufe. Das Fahrzeug hier hat 114.000 Kilometer und ist mit dem Turbo S Aero Paket ausgeliefert worden. Tatsächlich haben wir das Fahrzeug aber in die USA verkauft, ja, und der wird in Zukunft in Kalifornien fahren. Was das Fahrzeug hier noch Besonderes hat, also es ist zunächst auch mal ein Fahrzeug mit dem Exclusive Code und er hat bei weitem nicht nur das Turbo S Paket, was an sich schon eine Seltenheit ist, sondern er hat auch noch das Carbon Paket innen, das über Exclusive bestellt werden konnte. Und das hatte eben der 993 Turbo oder Turbo S hatte das damals auch. Beim 993 gab es viele Varianten. Es gab eben den ganz normalen 993 Carrera. Nach dem Carrera S oder 4S gab es dann eben noch den Turbo. Den Turbo gab es dann mit 408 PS oder eben mit dem WLS-Paket. Dann hatte er 430 PS und war nahezu ein 993 Turbo S. Aber der Turbo S war nochmals deutlich seltener und hatte dann 450 PS. Die 450 PS, die konnte man auch im normalen 993 Turbo mit dem Werksleistungssteigerung 2 Paket bestellen. Und das sind so die, ja, mit dem 903 RS vielleicht die Highlights in der Baureihe, aber eben auch der Carrera S ist eine sehr gefragte Variante, weil es ein wirklich pures Heckantrieb, Saugmotor, Schaltgetriebe, ne? Also einer der letzten luftgekühlten noch mit der klassischen Charakteristik. Kommen wir mal zur Einordnung des Modells. Wir sitzen hier in der vierten Generation des Porsche 911, die erste Generation, das sogenannte F-Modell, gebaut bis 1973 und dann abgelöst vom G-Modell, der an sich noch eine Weiterentwicklung des Urmodells darstellt. Das G-Modell wurde bis 1989 gebaut
und dann vom 964 abgelöst. Den 964 blenden wir euch eben ein. Hatte eben noch ganz oder sehr runde Formen, ja, ist aber aktuell mit der begehrteste luftgekühlte Porsche. Und der wurde dann im Modelljahr 94 oder 95 durch den 903 ersetzt, welche wiederum dann bis 98 gebaut wurde und dann vom 996 abgelöst wurde. Der 996 war dann das erste Fahrzeug mit Wasserkühlung, mit den Spiegeleischeinwerfern, war nicht ganz so beliebt. Und von dem her hier die letzte Generation des luftgekühlten 911. Und wo wir beim Thema luftgekühlte Porsche sind, das ist ja mit einer unserer Standbeine auch. Ich selbst war bei Porsche Classic damals tätig. Wir haben alle Fahrzeuge damals noch bis zum 996 betreut. Der 996 war dann der erste wassergekühlte im Classic-Sortiment. Aber der Fokus lag eben auf den luftgekühlten. Und dort wurde sichergestellt, dass eben die Ersatzteilverfügbarkeit gegeben ist und dass jeder Porsche-Fahrer noch heute, jeder luftgekühlte Porsche-Fahrer heute noch eine Ersatzteilversorgung hat, die nahezu auf einem Niveau von einem Neuwagen ist. Und Porsche war da einer der ersten, die dieses Classic-Programm auch ins Leben gerufen haben. Später kam dann Ferrari Classiche. Viele haben das kopiert, aber Porsche ist ja heute immer noch maßgebend. So, ich zeige euch mal die ganzen Details hier. Carrera S, sprich, wir sehen es gleich hier hinten an den Kotflügeln. Die sind breiter. Die sind nicht ganz turbobreit, aber nahezu. Es ist eben, der 4S war nochmals ein bisschen breiter und der Turbo, aber das ist schon zum normalen Carrera eine verbreiterte Karosse. Die Felgen hier sind originale 993 Turbo Hohlspeichenfelgen. Viele haben hier Replikas drauf. Als wir das Fahrzeug gekauft haben, waren es auch Replikas. Wir haben jetzt aber die Originalen auch verbaut, damit das hier wieder schön originalgetreu ist. Und wenn wir hier vorne weitergehen, dann sehen wir hier die Lintronic-Scheinwerfer. Lintronic war damals eine Neuheit, Xenon-Scheinwerfer schon im Modelljahr 96 zu haben. Und das ist ein Ausstattungsmerkmal, das man nicht häufig sieht. Im Frontbereich sehen wir gleich, das ist der Turbo S. Frontspoiler. Man sieht es hier unten an den Lufteinlässen, an der Spoilerlippe. Das hat nicht mal der Turbo, ne? Aber hier im Original ab Werk über die Porsche Exclusive Manufaktur, die damals noch recht jung war, bestellt worden, ist auch ein Merkmal, das man bei deutschen Fahrzeugen nahezu nicht findet, sondern überwiegend bei nordamerikanischen Fahrzeugen. Gehen wir einmal weiter. Wir haben hier den Carrera S Schriftzug. Ist Geschmackssache. Ich finde, es steht im Auto gut, gerade mit Weiß haben wir hier eine schöne Kontrastierung. Und wo wir schon hier beim Weiß sind, wir haben hier ein Fahrzeug in Firnweiß. Firnweiß ist ein Farbton, der eher untypisch ist für die damalige Zeit. Viele Fahrzeuge wurden in Grand Prix Weiß ausgeliefert. Das ist eine Farbe, die es schon beim G-Modell auch gab. Und es ist so ein bisschen ein Beige-Ton mit so einem Gelbstich, ne? Und hier, Firnweiß ist eine Farbe, die viel mehr an den heutigen Weißton erinnert. Es gibt heute im Programm die Farbe Pure White und die ist von, ja, eher wie die hier. Ne? Viele hatten eben den Gelbstich, das hat der nicht. Kommen wir zum Heckbereich. Man sieht hier sofort, das ist kein Turbo S Heckspoiler, sondern ein normaler Carrera S Heckspoiler. Der große Turbo S Heckspoiler, den blenden wir euch mal ein, dass ihr seht, auch wie der ausschaut. Die Kenner unter euch, die werden jetzt gleich was sehen, wenn man hier den Heckdeckel anschaut. Und was sieht man hier? Die sind schwarz und die sollten eigentlich weiß sein. Wir haben das auf Kundenwunsch schwarz gemacht. Er wollte eben passend zum Schriftzug hier eine Kontrastierung haben. Eigentlich gehören die weiß. Ein weiteres Merkmal, das vielleicht einem Kenner hier auffallen wird, ist die Abgasanlage. Der Carrera S oder 4S hat auch normal eine zweiflutige Abgasanlage, die ja weitestgehend auch mit dem optisch eben mit dem Turbo teilt. Und beim Turbo S gab es auch eine Vierrohr-Abgasanlage. Und die hier ist optisch eben angelehnt an die Turbo S Vierrohr-Abgasanlage, entspricht auch der weitestgehend und war ein Kundenwunsch, die hier auch zu montieren. Halten wir für legitim, denn im höheren Modell gab es das ja auch so. Und in der Summe mit dem Turbo S Paket, finde ich, gibt es nochmal den kleinen Touch, wo es dann wirklich ja, kaum noch visuelle Unterschiede zum Turbo S gibt. Von außen geht es nach innen. Auch hier sind einige Exclusive-Optionen verbaut. Zuallererst sieht man jetzt hier an der Türtafel die Carbonverkleidung. Die ist eben auch beim Turbo
und beim Turbo S gab. Das ist hier über das Exclusive-Programm ebenfalls mitbestellt worden. Sieht man im normalen Carrera oder S auch ganz, ganz selten. Wir sehen hier den höhenverstellbaren Basissitz. Es gab hier auch einen Sportsitz. Das hier ist jetzt der Basissitz. Und auch im Armaturenbereich sehen wir eben hier das Anzeigeinstrument in Carbon, was so der Turbo eben auch hatte. Und die ganze Armaturenverkleidung ist durchgehend bis zur Beifahrerseite eben auch über das Exclusive-Programm in Carbon bestellt worden. Dann sieht man es hier am Schaltknauf. Der Schaltknauf ist unten ebenfalls in Carbon gehalten, wie auch die Handbremse. Also in Summe sind es 3 oder 4 Porsche Exclusive Carbon Pakete, die das Fahrzeug hier hat. Und beim normalen Carrera S, ja, gibt es das faktisch nicht. Ne? Hatten wir noch nie ein Fahrzeug, das hatte. Unter der Motorhaube gibt es auch noch einige interessante Details, die haben immer viel über das Fahrzeug verraten. Ist auch immer ein guter Hinweis, ob die Motorhaube mal lackiert wurde oder ersetzt wurde. Man kann diese Aufkleber, wie ihr sie gleich sehen werdet, zwar heute auch neu bestellen, aber man kann immer noch erkennen, ob es ein originaler ist. Wir machen einmal die Haube auf. Kommen wir zur Fahrgestellnummer WP0AA2. Ich sehe sofort an AA2, dass es sich hier um ein US-amerikanisches Modell handelt. Danach kommt 99 und nach dem VS ist eine 3, sprich wir sind hier in der Modellreihe 993. Das V steht für Modell Jahr 97, das S steht für den Fertigungsstandort Stuttgart und dann die 22976, das ist die fortlaufende Produktionsnummer des Fahrzeugs. Und dann steht hier drunter noch L3AU, das ist der Code für Firnweiß, und dahinter VD steht für Vollleder Schwarz. Dann sehen wir als nächstes unterhalb der Farbe den Code C02, das ist der Ländercode. Daran erkennt man nochmal, es ist ein amerikanisches oder US-amerikanisches Fahrzeug. Und so kann ich meine Frage schon mal ganz grob erkennen, um was es sich für ein Fahrzeug handelt. Und die nachfolgenden Codes, die zeigen wir euch jetzt auch, was sie bedeuten. Die Codes mit X sind eben Porsche Exclusive Codes. XT1, XT2 ist eben der Front- und Heckspoiler vom Turbo S. Das X47, 56, 57, 58 sind die 4 Carbon-Pakete, die wir bei dem Fahrzeug haben. Und die nächsten Codes sind dann eben das Raffleder innen und die Lintronic-Scheinwerfer, das Klangpaket, der 75-Liter-Tank. Das kann man alle hier rüber sehen. Und darunter steht dann nochmal eine Besonderheit, das ist 09981 oder 09991. Und das kennzeichnet eben, dass es sich hier um ein durch die Porsche Exclusive Manufaktur veredeltes Fahrzeug handelt. Kommen wir zum Motor des 993 Carrera S. Hier im Motorraum werden wir auch einiges sehen, was interessant ist. Zunächst eben charakteristisch für den Luftgekühlten haben wir natürlich hier in der Mitte das Lüfterrad, das riemengetriebene Lüfterrad, das jeder luftgekühlte Porsche auch hat. Und die Ansaugbrücke hier verrät auch schon einiges. Hierauf steht der Vario-Rahmen und das sagt uns in dem Fall, wir haben hier den Motor mit der 286 PS Variante. Die ersten Fahrzeuge hatten 272 PS, eben noch ohne Vario-Rahmen. Und im Modelljahr 96 wurde dann diese Generation eingeführt und Vario-Rahmen steht für eine variable Länge des Ansaugkanals, über die man letztlich dann die Leistung nochmals optimieren konnte. Die meisten Käufer wollen heute ein 993 mit Vario-Rahmen. Den Carrera S und 4S gab es auch nur in der Variante. Von dem her müsst ihr nicht schauen, wenn ihr ein 4S oder Carrera S kauft, ist das immer schon so ab Werk. Das war die Vorstellung des 993 Carrera S. Ich gebe euch noch einen kleinen Überblick über den Markt. Gute Carrera S oder 4S. Ja, der Carrera S ist in etwa 5.000 bis 10.000 Euro darunter angesiedelt. Fangen an ab 110.000 Euro. Wir haben dieses Fahrzeug hier mit 114.000 Kilometer für 110.000 Euro verkauft. War dem geschuldet, dass es sich hierbei um eine US-Auslieferung handelt. Als deutsche Auslieferung wäre es sicherlich nochmal 10.000 bis 15.000 Euro mehr drin gewesen. Ein Carrera 4S hingegen beginnt gute ab 115.000 Euro. Aktuell zahlt man
aber eher 125.000, 130.000 Euro. Die Verfügbarkeit am Markt ist bei den Modellen sehr begrenzt und gute Fahrzeuge, insbesondere in begehrten Farben wie Nachtblau, Metallic, ja, oder Irisblau, sind Farben, die man sich ganz schnell verkaufen. Deshalb, wenn ihr ein gutes Fahrzeug findet, dann rate ich euch den, ja, entscheidet euch schnell. Wenn es eine deutsche Variante oder EU-Variante ist, umso besser. Da werdet ihr von der Werthaltigkeit in Zukunft ein Stück weit besser fahren mit einem US-Modell. Und wenn ihr so ein Fahrzeug zu verkaufen habt, schreibt uns gerne. Im Gegensatz zu den meisten Händlern vermitteln wir die Fahrzeuge nicht, sondern wir kaufen die auf dem Bestand. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir hier von einem Carrera S für 100.000 Euro sprechen oder einem Turbo S für 350.000 Euro. Ja, wir bieten hier eine schnelle Abwicklung und ihr könnt hier uns gerne schreiben. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung unten oder ruft uns einfach gerne an. Solltet ihr einen 993 Carrera S, 4S oder auch anderes Modell suchen, nicht geeignet finden oder nicht die Expertise hierzu haben, dann helfen wir euch gerne bei der Suche eines Fahrzeugs, prüfen es für euch und bieten hier auch eine Abwicklung an. Bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich schon aufs nächste Video.